natürlich ist das eine sehr positive Entwicklung, wenn sich die Menschen in der freien Natur bewegen. Das hat natürlich auch Schattenseiten, weil es natürlich zu Konfliktsituationen kommt. Auf der einen Seite, glaube ich, haben wir in Tirol sehr viel gut ausgebaute Mountainbike-Wege, Singletrails. Aber auf der anderen Seite merkt man, dass man halt viele Menschen unterwegs haben, die sich sozusagen mit den Gegebenheiten bis jetzt nicht so angefreundet haben. Er hat die Wege natürlich errichtet, damit er auf seine Räume kommt, damit er Milch aber transportieren kann und auch Sachen aufbringen kann, die Kühe und Gerätschaften, die er braucht. Und jetzt kommt eigentlich seit vielleicht ein, zwei Jahrzehnten der Radfahrer dazu. Wir haben nichts dagegen, dass der Radfahrer auch die Wege nutzt. Bitte aber sollte der Radfahrer das schon schätzen, dass er jetzt auf einen Weg fährt, den jemand errichtet hat für die Räume. Und wenn jemand da so Almwirtschaft betreibt, muss man einfach mit Recht drauf fahren. Und da hat man diese Suche an den Radlfahrer, dass der das akzeptiert, vorsichtig fährt, wenn der Traktor auf dem Weg ist. Wenn es notwendig ist, auch stehen bleibt und den Traktor vorbeifahren lässt, auch beim Bergabfahren. Die Bitte, fahrt vorsichtig, dass ihr jederzeit bremsen könnt, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, dass man ausstellen kann. Wenn man auf Weidevieh trifft, dann glaube ich, ist die erste Botschaft, die Viecher in Ruhe lassen. Also die Tiere machen da eher Sommerfrische und die wollen nicht gestört werden. Es ist kein Streichelzoo, da geht man auch nicht hin und macht ein Foto oder sitzt da die Kinder auf dem Rücken von den Kühen. Also solche Sachen beobachten wir und das geht einfach nicht. Ja, ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen die Natur genießen können. Aber ich wünsche mir auch, dass sozusagen die gegenseitige Rücksichtnahme stärker um sich greift, weil wir haben immer wieder Einzelbeispiele, wo Menschen glauben, sie sind allein unterwegs oder allein auf der Welt, und das sollte nicht so sein.